einfach wieder auf. Was soll das überhaupt bedeuten, noch 7 Tage? Was verflucht nochmal wollen Sie mir mit diesen 7 Tagen sagen? Moment mal, wie zur Hölle sind Sie an meinen Zykluskalender rangekommen? Ich meine, woher können Sie sonst wissen, wie lange meine Regelblutung anhält? Oh Gott, Sie sind doch nicht irgend so ein Perversling. Hallo? Oh, Scheiße! Hi. Hi. Tut mir leid, mein Telefon war mal wieder wichtiger. Wie immer, nicht wahr? Ich suche mir jetzt eine neue Mama. Entschuldigen Sie, Blondie. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Oh, muss das jetzt sein? Ich habe noch zu tun. Setzen Sie sich einfach. Ihre Sexualpartner wissen sich in der Zeit sicher anders zu helfen. Ja, kann sein. Und Sie haben noch nie auf einen Stuhl gesessen. Zu Hause sitzen wir auch immer auf dem Tisch. So lernt mein Kind immer den Überblick zu behalten. Ihr Sohn hat... Miststück. Ich kann Sie auch nicht leiten, aber können wir so tun, dass das Gespräch was bringt? Entschuldigen Sie bitte, ich wusste einfach ganz genau, was Sie sagen wollen. Wissen Sie, ich habe keine Ahnung, was Sie durchmachen müssen, aber haben Sie eine Ahnung, was ich mit Ihrem Kind durchmachen muss? Ja. Ja, auch dass er pausenlos singt? Davon hat er mir zu Hause auch schon erzählt. Und das lassen Sie Ihrem Kind durchgehen? Naja, ich würde sagen, jeder hat eben andere Erziehungsstile. Es ist nicht so, dass er von Bienchen und Blümchen singt. Wobei Sie sicher eine perfekte Vorzeigemutti wären. Wollen Sie mich irgendwie anmachen? Ich weiß nicht, was Ihr Problem ist, aber wenn Sie sich von mir bedroht fühlen, dann können wir das später gerne vor der Tür ausdiskutieren. Nun, schauen Sie bitte mal. Er singt wie der schiefe Turm von Pisa, aber seine Malkünste sind... Ja gut, ich hätte es wahrscheinlich besser hingekriegt. Oh, hier hat er drüber geschmalert. Brauchen Sie eine Brille? Im Ernst, sehen Sie nicht, was er gezeichnet hat? In seinem Alter konnte ich ein paar Strichmännchen malen. Das hier kommt doch Picasso sehr nah. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Das ist Malen nach Zahlen. Das ist die Addams Family Edition. Die habe ich ihm letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Und er findet es super. Das ist nicht altersgerecht, auch wenn es gut aussieht. Ach, er ist total hartnäckig. Er schaut Horrorfilme ab 18. Er kann mit Bob der Baumeister einfach nichts anfangen. Ich guck mal, wo er steckt. Gut, aber haben Sie da nicht eine Kleinigkeit vergessen? Was denn noch? Was hat er vorhin zu Ihnen gesagt?